Servus Jens, schön dich einmal wieder zum Sehen. Jens, du bist ja einerseits, hast du die Leitung der Tebis Consulting inne, andererseits bist du aber auch im Vorstand der genossenschaftlichen Initiative Marktspiegel Werkzeugbau. Sag mal, wie geht's denn der Initiative im Moment? Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also vom Prinzip her geht es uns sehr gut. Wir sind alle super motiviert, bekommen auch überall die Bestätigung, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind. Fakt ist, dass wir bisher sehr, sehr viel ehrenamtlich gemacht haben, was ein bisschen zu Lasten von der Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung gegangen ist. Dem haben wir jetzt aber Rechnung getragen. Wir haben zum 1.10. eine Vollzeitkraft eingestellt im Marktspiegel Werkzeugbau, die sich vorwiegend um das Thema Marketing, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit kümmern wird, und dann wird man auch viel präsenter sein, und dann denke ich, wird man noch weiter vorankommen. Jens, wir haben ja gerade sehr besondere Zeiten mit Corona-Krise und allem, was dazu mit reinspielt noch. Wie siehst denn du im Moment die Branche aufgestellt? Wo bewegt sich da im Moment was? Wo sind die dringendsten Probleme? Also ich glaube, dass es eine sehr spannende Zeit für die Branche ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nachhaltige Veränderungen bleiben werden. Also es wird nicht mehr so kommen, wie es vorher war. Ich bin mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass es den klassischen Werkzeug- und Formenbau auch verändern wird. Und von dem her bin ich mir auch weiterhin sicher, dass die Unternehmen sich ganz dringend Gedanken darüber machen sollten, wie sie aufgestellt sind, wie sie sich in der Zukunft ausrichten, mit wem, mit was und auch wie sie ihr Geld verdienen. Und diese Gedanken machen sich aus meiner Sicht noch ein paar zu wenig. Aber Jens, haben die Unternehmen nicht eigentlich jetzt ganz andere Probleme, also das Wegbrechen von Aufträgen zum Beispiel, Kurzarbeit und so weiter? Warum soll sich ein Unternehmen ausgerechnet jetzt mit solchen Dingen befassen? Also ich glaube, gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Mir ist es durchaus bewusst, dass der eine oder andere sagt, jetzt habe ich eigentlich ganz andere Sorgen und kann mich darum nicht kümmern. Ich glaube auch, dass viele Firmen tatsächlich in Auftragsschwierigkeiten sind, vor allem auch in Liquiditätsschwierigkeiten sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn es dann wieder losgeht, dann kommt die Aussage, jetzt ist der Laden voll, jetzt kann ich mich auch nicht drum kümmern. Also vom Prinzip her glaube ich schon, dass die jetzt wirklich irgendwie die Chance haben, sich damit zu befassen, genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, sich dafür aufzustellen, wenn es dann wieder losgeht. Es wird wieder losgehen, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen verändert losgehen, aber da muss man sich vorbereiten, und das wäre genau jetzt richtig. Jens, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt fehlt in dem Jahr ja ganz wichtiger Faktor, nämlich die Messen, die wir sonst immer hatten. In Gemeinschaftsarbeit von der Moldi Expo und dem Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer ist ja die Initiative entstanden zu den Thementagen rundum. Die beginnen am 22. September und finden dann jeden Dienstag und Donnerstag statt, mit ein paar Sonderterminen noch zusätzlich. Ihr nehmt ja auch teil, um den Marktspiegel vorzustellen. Was waren denn eure Beweggründe dafür? Der Marktspiegel, das ist ja zum einen, wollen wir Branchenwissen vermitteln, zum anderen wollen wir natürlich auch die Unternehmensentwicklung messbar machen, wollen Kennzahlen rausbringen, wollen Vergleiche schaffen. Das Ganze lebt von der Vergleichbarkeit. Das heißt, wir brauchen in der Genossenschaft eine gewisse Breite an teilnehmenden Unternehmen. Wir stehen aktuell bei 40 oder bei 50, knapp 50 Genossen. Davon sind 40 klassische Werkzeug- und Formenbauer, die Zahlen miteinander vergleichen wollen. Das Ziel von uns ist dort natürlich relativ schnell auch eine Richtung 100 Mitglieder zu kommen. Und das, was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, bisher ein bisschen vernachlässigt haben, was ich anfänglich schon gesagt habe, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Das wollen wir tun. Das ist der eine Faktor, warum wir sagen, da wollen wir uns auf jeden Fall beteiligen an den VDWF-Thementagen. Zum anderen wollen wir natürlich auch unsere neue Mitarbeiterin vorstellen im Rahmen dieses Vortrags. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass es die Öffentlichkeit sieht. Und das Dritte ist natürlich auch, weil das ist das, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen Branchenwissen vermitteln. Von dem her glauben wir, dass es auch sehr interessant wird, ein paar Kennzahlen zu zeigen. Da schau her, dann hat also die neue Mitarbeiterin quasi auch am Thementag von euch Premiere. Nicht nur deswegen freue ich mich drauf, da ist mit Sicherheit viel dabei, was spannend ist. Wer übrigens mehr wissen will zu den Thementagen, auf der Website vom Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer finden sich alle Informationen. Und wenn die großen Banner gerade nicht da sein sollten, dann ist auf jeden Fall oben in der Rubrik Termine der Hinweis mit drin und das gesamte Programm hinterlegt.
Ja, wie schon gesagt, Ernst, ich freue mich auf euren Beitrag und ich bin sicher, da kommt einiges, was hochinteressant ist. Ja, also auf jeden Fall. Wir würden uns freuen, wenn viele Teilnehmer dabei sind. Und ja, unsere Intention ist, dass wir den Werkzeug, Modell und Formenbau im deutschsprachigen Standard wettbewerbsfähig halten. Da tun wir viel dafür. Da machen wir extrem viel ehrenamtlich und wir brauchen aber natürlich auch die Unternehmen, die dabei mitmachen. Ich denke, Jens, dass wir aber auf einem guten Weg. Jetzt müssen bloß noch wieder die Zeiten mal anders werden, dass man sich nicht nur wie hier virtuell begegnen kann, das ist ein schwacher Ersatz, sondern dass man wieder mal zum Beispiel auf eine Messe gehen kann. Und ich muss sagen, ich hoffe wirklich sehr, dass spätestens bis zur Molding Expo im nächsten Juni der ganze Spuk vorbei ist und wir uns wieder auf einer Messe unbeschwert begegnen können, unbeschwert einander wieder in die Augen schauen können, die Hände schütteln können und nicht nur immer mit dem Ellenbogen kicken müssen. Das würde ich uns allen wünschen. Jens, auch wenn es nur virtuell war, hat mich wirklich sackrisch gefreut, dich einmal wieder sehen zu können, wenigstens. Und ich muss sagen, ich freue mich auf unsere realen Begegnungen. Bis demnächst. Servus. Bis demnächst, Reha. Ciao.